So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM. Wir haben das letzte Mal ein Raumschiff abgeschossen. Oh, da ist es schon. Sehr gut. Und haben dieses Mal zum ersten Mal so einen Small Launcher mit, der uns die Möglichkeit gibt, Aliens mit Stun-Bombs zu erledigen. Aber nicht dieses Alien. So abgeschossen. Oh, noch ein Alien, dass wir das sehen. Die stehen da immer vor den Fenstern rum. Können wir das so erledigen? Können wir das machen? Dieses Mal haben wir so eine Runde wie sie das letzte Mal. Wir killen zunächst einmal alles. Geh du mal da rein. Lucas Santoro. Geh in die Knie, Freundchen. Ne? Ja, da ist der Launcher. Ich hoffe, es ist nicht zu früh mit dem Launcher rauszukommen. Gut soll sein. Wir machen das, wir werden versuchen, das möglichst langsam wieder zu machen. Abgespeichert haben wir eh, so gesehen, was soll schon passieren? Ah, da oben ist noch einer. Sehen wir den? Nö, da oben ist er drinnen auf jeden Fall. Wahrscheinlich schaut ihr dann da zum Fenster raus später. Achso, falsch. Da oben. Er steht da wahrscheinlich irgendwo im Schatten drinnen. Was ist du in, wenn du davor gehst? Natürlich nicht, weil sonst hättest du schon geschrien, dass du ihn siehst. Ach, wie. Na gut. Ah, okay, da ist es aus. Das ist gut. Dennoch wirst du. Und du. In diese Richtung gehen. Und in die Richtung ist es ganz aus auch. Gut. Du wirst vielleicht einmal da reingehen. Oder auch nicht. Okay. Das sehen wir jetzt relativ schön. Ich weiß nicht genau, wo dieses Alien ist. Es ist aber gut versteckt. Na gut. Wie weit kommst du? Daher kommst du sicher nicht.
Da im großen Raumschiff brauche ich das vielleicht, weil wenn es einen Anführer gibt oder irgendeinen Navigator oder irgendwas Spezielles, obwohl Soldaten haben wir ja auch noch nicht gefangen, also so gesehen passt das schon, noch den erwischen. Ist nicht ganz so leicht getroffen. Steht da wer? Ah ja, da steht noch wer. Ah, du gehst da hin und legst das Feuer auf dich. Ah, du siehst es. Oh, da hinten ist auch noch eins. Das haben wir vorhin nicht gesehen. Puh, kannst du auf den schießen? Das wäre ja urcool. No line of fire, das habe ich befürchtet. Kannst du auf den schießen? Auch nicht. Mist. Gehen die Knie. Graf. Jetzt hoffen wir, dass wir nicht allzu viele Schüsse abkriegen. Ich weiß in etwa, wo sie sind. Gott sei Dank. Das Alien ist ein bisschen dämlich. So, sehen wir jetzt ein Alien? Nö. Oben? Auch nicht. Doofe Aliens. So, du gehst einmal da rein. Und in die Knie. So, du und du, jetzt geht es mal in diese Richtung. Ha, du siehst das Alien. Das ist ja cool. Warte mal ganz kurz. Kannst du auf das Alien da oben schießen? Line of Fire. Idiotisch. Hat er auch das obere gesehen? Wahrscheinlich. Was anderes sehe ich hier jetzt nicht. Kannst du da drauf schießen? Auch nicht. Na gut. Kannst du von dort schießen auf das Ding? Ja, okay. Kannst du jetzt drauf schießen, nachdem er da einen Haufen Sachen weggetan hat? Nein, du bist zu weit vorne. Was brauchen wir für den Snapshot 22?
40. Mist. Das geht sich gerade nicht aus. Ärgerlich. Na dann schießt du noch mal drauf. Schade. Geh mal in die Knie. Man sieht ihn zwar nicht mehr, aber. Tja. Okay. Pete de Graaf. Schauen wir mal, ob du dorthin schießen kannst. Auf das Ding. No line of fire. Aber wenn du da unten drunter stehst, wahrscheinlich. Was ist mit jetzt? Ah, du bist so unfähig. Könntest du ihn noch treffen, bitte? Wir haben bereits das gesamte Haus auseinandergeschossen. Wenn ich von dort schieße, schieße ich dann denen in den Rücken wahrscheinlich. Wir müssen noch ein Stück weiter vorgehen. Endlich. Karin. Yay. Du bist unsere Heldin. Nö. Warte mal. Du zuerst. Du bist einmal da hier. Mal du. Das war jetzt, glaube ich, riskant, was ich da gemacht habe. Ah, du siehst den zweiten sehr gut. War ein Witz. Dann gehen wir in Deckung. So, nein, Blödsinn, da geht es ja nicht weiter. Ich bin so ein Depp. Okay. Fangen wir mit dir an. Gehen wir mal in die Richtung. Die Graf. Mal da hier.
Ich hatte gehofft, dass wir uns da den Weg freisprengen können, aber denkst du, da geht's gar nicht durch. Außer wir sprengen uns den Weg frei. Na gut, soll sein. Ansie. Ist daher. Fertig, du auch. Okay. Was mache ich mit dir? Was mache ich mit dir? Frontales Angriffsdings. In die Knie. Gehst da hinter die Tür und versteckst dich. Okay, und du gehst mal da hier. In die Knie. So, Michaels Jauberg, du gehst hinten rum. Eigentlich auch nicht durch, das heißt, du müsstest eigentlich auch da vorgehen. Bis da daneben hin. Keine Aliens, die rausgekommen sind, gut. Ich fürchte nämlich, dass ich zu langsam bin, um auf sie zu schießen. Es schaut so aus, die Karte dürfte eher klein sein. Mit etwas Glück. Mit etwas Glück sind nur noch Aliens. Außerhalb des Schiffs. Innerhalb des Schiffs, meine ich, Entschuldigung. Was rede ich da für ein Blödsinn? So, du bist da weiter. Da sind schon vier da heraus jetzt. Müssen echt nicht mehr sein. Wenn man mich fragt. Ich meine, ihr fragt mich jetzt nicht, aber. Okay, das geht ja auch nicht durch. Okay, geht trotzdem daher. Ich glaube, du gehst da auch hinten rum. Oh, du warst schon dran. Mist. Noch nicht. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner raus und wirft eine Granate. Ich meine, ich sollte das nicht sagen, wer weiß, ob der Computer zuhört. Eine gewisse Gefahr besteht natürlich schon. So, du bist daher, gute Lupe. Nächste Runde. Noch
Okay, das war schnell und einfach. Und da geht's nicht weiter. Zumindest hingeworden. Oh, da ist noch ein Haus, das ist nicht gut. Da könnten noch Aliens drinnen sein. Geh du auch damit. Du gehst da jetzt mal rein. Ich einfach weiter. Au. Oh, ich habe einen Alien gefunden. Mist. Auf die altmodische Art und Weise schickt den Rookie vor. Ohne, den Rookie ohne Rüstung vor allem. Ach Gott. Na, wenigstens ist die Rüstung erhalten geblieben, die wir ihm nicht gegeben haben. Woher hast du geschossen, du verdammtes Alien? Ist ja arg. Mal von da. Wo kann der hier geschossen haben? Von da drinnen muss es gewesen sein, auf jeden Fall. Hm. Hallo Alien. Mist. Das Betäubungsgewehr ist so weit weg. Ich muss ihn so abschießen. Sonst ist sie tot. So, dann wirst du mal darauf gehen. Ah, verdammt, ich bin das. Ach Gott. Naja, jetzt ist es auch schon wurscht. Gehst du auch darüber? Vielleicht keine so blöde Idee, wenn man bedenkt, dass da noch jemand rausschießt. Von dort hinten. So, und du gehst da auch noch rückwärts und folgst dem hier. Nachdem da ja nichts gefunden wurde, kannst du ruhig dein gesamtes Ding aufbrauchen. Ansje. So, da drinnen ist ein Alien. In diesem Garten. Aber hier wahrscheinlich eher nicht, hoffentlich. Schauen wir mal. Können wir jetzt nicht so sagen.
rauskommt, sollten wir ihn versuchen abzuschießen. Gut. Wir sind jetzt in diesen Garten rein, aber wir sehen noch immer kein Alien. Verdammt, wo ist dieses Alien her? Auf den Dächern, da steht auch keines. Ah, da sehen wir es. Da ist das elende Alien. No line of fire. Okay, das wäre schwierig, ihn da zu treffen. Andererseits hat er dort auch keine Schussbahn auf uns, oder? Naja. Schon, auf ihn. Na, wobei, nein, auch nicht wirklich. Okay. Vielleicht können wir dieses Alien zumindest fangen. Ah, verdammt. Nachdem wir jetzt wissen, wo es ist, könnten wir darüber gehen. Eigentlich sollte das Alien nicht wissen, dass wir hier sind. Immerhin ist da ein Dings dazwischen und das hält normalerweise auf, dass man was sieht. Dann gehen wir da mal in Knie. So, du gehst daher. Nächstes Mal, wenn wir da ein Loch in den Zaun sprengen. Und hoffentlich. Und hoffentlich kann man dann durchschießen. Andererseits, wenn er sich da zeigt, könnte sie schießen drauf. Okay, nein, das bleibt so. Du bleibst auch so. Nächste Runde. Das war's. Sehen wir das Alien da hinten? Nö. Aber ausgezeichnet. Schieß doch mal einen Snapshot hierher. Mist. Hat nicht gewirkt. Lade nach. Muss noch einen Snapshot machen. Nö. Von hinten reinschießen. Ja, wird fast. So, da schießen. Das war jetzt besonders klug. Geh doch mal weg.
So. Ist einfacher. So. Sollen wir überhaupt da mit dir reingehen? Das ist irgendwie gefährlich, mit dir irgendwo hinzugehen, wo viele Leute sind und auf engem Raum alles ist. So, wie viel brauchen wir? 26 brauchen wir für den Snapshot. Daher. Okay, da oben ist auch noch ein Haus. Da könnten auch noch Aliens drinnen sein. Wo bist du, Karin? Das heißt, wir müssen da eigentlich sogar fast noch rüber. Oh, da ist sogar schon eins. Wo ist das? Hallo, Alien? Da. Gehen wir in Deckung. Mag das. Tja, ich fürchte fast, hier sind keine Aliens mehr erinnern. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Aber kann man wahrscheinlich auch nichts machen. Müssen wir das nächste Mal etwas vorsorglicher umgehen. Na gut, dann bist du mal da hier. Kannst du da runter jumpen? Kannst du. Das macht noch nicht einmal viel aus. So, wir werden diese Aliens nicht auf uns aufmerksam machen. Wir wissen ja, dass sie jetzt da oben sind. Und wir sind relativ gut versteckt. Wir werden uns langsam anschleichen. Das ist das Alien auch. Ja, das ist hier unten sogar. Sollen wir drauf schießen? Nö, no line of fire. Dann geh in Deckung. Gut, du bist einmal da hier. Ja, ja, okay. Bist unsere Alleinkämpferin da? Also da doch nicht. Da kommst du eh schon wieder zu den anderen dazu. Schau dir das an. Das ist das Alien auch. Kannst du drauf schießen? Nö. Hab ich mir fast gedacht. Geh auch in die Knie. Nächste Runde. Was ist jetzt passiert?
Könnte es sein, dass wir drauf geschossen haben? Mit irgendwas? Ah, mit dem Raketenwerfer vielleicht. Weil das ist auf jeden Fall beim Haus gewesen und nicht bei uns. Oder vielleicht doch bei uns? Wo wurde da geschossen? Hallo? Du vielleicht? Na, du hast noch geladen. Wer oder was hat da geschossen? Vielleicht hat das Alien was geworfen und es ist daneben gegangen. Auch Aliens können verwerfen. Obwohl andererseits, wenn es eine Kanone wäre, dann sollte doch hier, also wenn es eine Granate gewesen wäre, dann wäre hier irgendwo Rauch. Das muss schon so ein Dings gewesen sein. Verstehe ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, was da passiert ist. Wird wahrscheinlich so einen Launcher abgefeuert haben. Kläglich gescheitert sein. Ist auch nicht geschossen. Ja, kann man nichts machen. Werden wohl die Aliens geschossen haben. Ich war es auf jeden Fall nicht. Tja, leider keine Aliens hier. Das war abzusehen. Ärgerlich. Na dann, wieder raus mit uns. Ich wollte ihn fangen. Na, okay. Alien Alloys und UFO Navigation haben immerhin gefangen. Gefangen. Ihr wisst, was ich meine. Und wir haben nur einen Typen verloren. Ich bin entsetzt. Wow, Guadalupe Gutierrez ist zum Colonel geworden. Wahnwitz. Okay, Herrschaften, ich werde mir das ansehen. Aber bis dahin, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch noch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis später dann. Tschüss euch.